Ein weiteres Interview in der Reihe zu den Trends beim Thema Social Media Monitoring und der Social Media Analyse. Heute ist mein Gesprächspartner Christoph Holz von Visualize. Aber kurz die Frage vorneweg, wer ist Christoph Holz und was macht Visualize? Ja, Christoph Holz ist Informatiker und Raumfahrttechniker. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit Datenvisualisierung und habe auch ein Startup dazu gegründet. Big Data ist ja unsichtbar. Wir machen diese Daten sichtbar in Form von Landkarten, in Form von Schallwellen, in Form von Planetensystemen, damit man auch hinter die Kennzahlen blicken kann. Das ist ein spannendes Thema, und da möchte ich dann gleich meine Trendfrage anschließen, die natürlich wahrscheinlich in der Beantwortung genau in dieses Thema führt. Aber grundsätzlich erstmal die klassische Frage, was sind denn für Sie so die großen Trends beim Thema Monitoring und Analyse? Wo stehen wir da und wohin geht's? Ja, also was wir immer stärker feststellen, Kennzahlen sind gescheitert. Was sagt Ihnen die Interaktionsrate? Was sagt Ihnen die Anzahl Ihrer Fans? Kennzahlen verstecken die eigentlich relevante Informationen hinter den Daten. Kennzahlen haben auch nicht die Möglichkeit, dass sie daraus Handlungen ableiten können. Was sagt Ihnen schon eine Zahl darüber, wie sich Ihre Superfans verhalten oder wie sie vielleicht neue Postings gestalten wollen? Unser Ansatz ist ein ganz anderer. Wir zeigen Ihnen die Daten, wie sie sind. Was wäre zum Beispiel, wenn Sie die Gespräche auf Facebook hören könnten, wenn Sie eine Schallwelle dazu hätten, die Ihnen zeigt, wo ist die Diskussion im Moment am heftigsten, welche Themen liegen wirklich im Trend? Und wir haben diese Daten genommen, um gerade das daraus zu erzeugen, die Visualisierung einer Schallwelle, die es Ihnen ermöglicht, auch anhand von sogenannten Anomalien, also Dingen, wo Sie sich denken, warum ist jetzt dort mehr los? Wo ist eigentlich die Action? Das sehen Sie anhand unserer Schallwelle. Es gibt ein Planetensystem, das Ihnen zeigt, wie die Fans Ihrer Facebook-Page mit den Postings interagieren. Wie stark tun Sie denn das? Wie oft? Wie viele Reaktionen bekommen Sie auch aus Ihrem eigenen Umfeld wieder angezeigt? Und was interessiert diese Menschen wirklich? Also bis auf den Archetypen heruntergebrochen können Sie sehen, wer treibt die Diskussion? Wer macht nur mit an dieser Diskussion? Wen muss ich entsprechend mit Vorinformationen versorgen, damit er gut für mich spricht? Wer ist auf den Pages der Konkurrenz stärker aktiv als bei mir? Wer spricht gut über mich oder schlecht über mich? Und was sind jetzt gerade die aktuellen Themen? Die sehen Sie in einer Zellstruktur angeordnet. Da können Sie entdecken, welche Themen sind bei mir noch nicht präsent, welche Themen funktionieren besonders gut. Und der Clou dahinter im Moment, und das denke ich, ist der wichtigste Trend, die Kombination von Datenvisualisierung mit künstlicher Intelligenz, mit Machine Learning. Wir arbeiten jetzt gerade daran, dass Sie automatisiert Vorschläge bekommen für den Text von interessanten Postings, also keine Bots, sondern Vorschläge für den Social Media Manager. Was funktioniert denn besonders gut? Worüber sollte ich kommunizieren und wie mache ich das Ganze? Das kann ich mir gut vorstellen, natürlich für das operative Social Media Management, dass ich dadurch natürlich sehr schnell erkennen kann, wo ich mit Aktivitäten ansetzen kann. Nun ist es ja aber oftmals so, dass wir doch bei das Monitoring oftmals ja auch dafür machen, dass wir uns erstmal rechtfertigen, warum machen wir Social Media Aktivitäten, und dafür brauche ich dann immer wiederum ein Reporting gegenüber dem Management, und die tun sich dann ja schwer, so ein bisschen da durchzukriegen. Die brauchen die nicht dann doch wieder die KPIs und die Messgrößen? Also womit sich Management in erster Linie schwer tut, ist überhaupt zu verstehen, was denn diese komplexen Kennzahlen bedeuten sollen. Und wenn die Erklärung einer Kennzahl länger dauert als die Aufmerksamkeitsspanne eines Exekutivs, dann haben Sie schon verloren. Der hört sich das auch einmal an und der packt das vielleicht in sein Dashboard und der kontrolliert das Ganze, aber wirklich verstanden hat das nicht. Und er kann daraus auch keine Handlungsanweisungen ableiten.
Er kann bestenfalls sehen, gut, diese Konkurrenz hat in den Kennzahlen schlechtere Werte, dieser Mitbewerber hat in jenen Kennzahlen bessere Werte. Aber warum? Das geht aus den Kennzahlen nicht hervor. Und insbesondere geht die Strategie meines Mitbewerbs ist aus den Kennzahlen nicht ablesbar. Und das ist doch interessant für ein Exekutiv, um zu verstehen, was machen die anderen besser oder woran sind sie gescheitert, damit wir das Ganze vermeiden können. Unser Ansatz ist, eine C-Level-taugliche Art der Darstellung zu schaffen, die spielerisch ist, die auch verstanden werden kann, wo man anhand von Landkarten auch erzählen kann, die Geschichte der eigenen, die eigene Data Story erläutern kann des eigenen Unternehmens, den Wetterbericht des kommenden Shitstorms bei der Konkurrenz darstellen zu können. Oder auch zu erklären, warum es einfach wichtig ist, bestimmte Personen in den Vordergrund zu stellen, die gut über einen sprechen und mit denen vielleicht auch mal direkt in Kontakt zu treten. Insbesondere sprechen Sie ja da diese Influencer oder Multiplikatoren, Meinungsführeranalyse an. Da geht es aber auch da, muss ich wieder in Einwand bringen, geht es ja oftmals auch so, dass wir erkennen wollen, welche Reichweite, welche Influence die an dieser Stelle haben, wobei sich Influence ja letztendlich nicht immer nur an den absoluten Zahlen der Fans sozusagen ausmachen lässt, sondern natürlich an den Quotienten dahinter bezüglich Fans und dem Sharing-Verhalten. Und da sind wir dann auch wieder bei KPIs. Also allein schon, wie schwierig es war, jetzt diese Frage zu formulieren und eine Menge dieser Kennzahlen miteinander zu kombinieren. Wie wäre es denn einfach mal hinzusehen und zu schauen, was macht er eigentlich? Wo geht er zuerst hin? Welche Informationen setzt er dort ab? Wo interagiert er da? Wie verhält er sich auf meiner Page und auf der Page der Konkurrenz? Und wir haben ja jetzt gerade bei der Wahl in den USA gelernt, es ist wichtig, die Menschen zu verstehen und sich nicht auf irgendwelche Statistiken zu verlassen. Und ich denke, Auswertungen, Prognosen und Statistiken, auch die wurden abgewählt. Es ist ein sehr schönes Beispiel zu erkennen, wie weit man kommt, wenn man sich auf Zahlen verlässt. Ja, gute Antwort. Kommen wir jetzt einfach, gehen wir einen Schritt weiter. Das Monitoring Forum dieses Jahr steht schon natürlich so ein bisschen unter dem Fokus, dass Monitoring und die Analyse nicht mehr nur der Social Media Aktivität dienen muss oder Erkenntnisse sozusagen für die weitere Ausgestaltung der Social Media Kanäle bringen muss, sondern natürlich für das gesamte digitale Marketing. Was ist da sozusagen Ihre Meinung halt auch für diesen Weg und wohin geht's? Also haben Sie schon mal jemanden beobachtet, wenn jemand versucht, eine verschlossene Tür zu öffnen? Was macht er? Er probiert es einmal und das zweite Mal probiert er das mit mehr Kraft. Jetzt und kommt trotzdem nicht durch. Die Kennzahlen sind eine Idee aus der Betriebswirtschaft. Man hat vor 50, 80 Jahren versucht, aus der Betriebswirtschaft eine exakte Wissenschaft zu machen mit Kennzahlen. Und das geht natürlich weit über Social Media hinaus. Und was wir gelernt haben, ist, solange die Vorhersagen der Astrologie besser sind als die Vorhersagen der Betriebswirtschaftslehre, dann ist damit kein Start zu machen. Damit sind keine Wirtschaftskrisen vorauszusagen. Damit ist noch nicht einmal zu erklären, wie die Welt wirklich funktioniert. Und ich denke, wir bewegen uns in einer komplexen Welt. Eine komplexe Welt ist nicht einfach so zu vereinfachen, obwohl die Menschen bei den Wahlen sich für einfache, aber eben falsche Informationen entscheiden. Was wir brauchen, ist, diese Komplexität auch sichtbar zu machen, damit wir als Manager, als Digitalmanager, nicht nur Social Media Manager, auch unsere Handlungsfreiheit wieder zurückbekommen. Und da müssen wir schon die Prozesse verstehen. Da können wir uns nicht einfach auf Zahlen, verlassen. Ich nehme vielleicht noch ein kleines Beispiel. Ihr Social Media Auftritt, Ihre E-Commerce-Transaktionen, Ihre Newsletter-Feedbacks, die Sie bekommen, nehmen wir mal an, das sind 50 Gigabyte pro Jahr, was Sie an Daten sammeln und Sie generieren dann daraus Kennzahlen, die sind einige wenige Byte an Datenvolumen groß. Jetzt frage ich Sie, wo ist eigentlich der Rest dieser relevanten Information hingegangen? Nehmen Sie E-Mail. Sie wissen natürlich, mit wie vielen Menschen Sie per E-Mail kommunizieren. Sie wissen die Antwortraten auf Ihre Newsletter.
Was Sie nicht aus den Kennzahlen sehen können, ist, wer mit Ihnen bis vor einem Monat ständig kommuniziert hat und dann plötzlich nicht mehr. Das nehmen Sie bei dieser Flut der Daten nämlich gar nicht wahr. In einer Datenvisualisierung sehen Sie plötzlich ein Loch. Das ist eine Anomalie. Und aus diesen Informationen können Sie auch was ableiten, da können Sie auch was lernen, da können Sie eben hinter diese Zahlen, hinter die Kulissen dieser ungeheuren Datenflut blicken. Und ich denke, da braucht es auch ein Umlernen, ein Weg von gelernten Kennzahl, von dem antrainierten Kennzahlfetischismus, der im Grunde genommen dazu dient, recht zu fertigen. Sie haben diese Frage ja auch gestellt. Die Frage ist, wollen wir uns nur rechtfertigen oder wollen wir auch unsere Unternehmen voranbringen? Und dann müssen wir das Verhalten der Menschen verstehen, das hinter diesen Prozessen steckt. Und wie Sie das mit einer Kennzahl tun wollen, das möchte ich erst mal sehen. Guter Punkt. Welche Erwartungen bringen Sie denn mit für das Social Media Monitoring Forum? Sie sind ja mit Visualize auch unterstützen uns dankenswerterweise bei der diesjährigen Veranstaltung. Mit welchen Erwartungen kommen Sie zur Veranstaltung? Visualize ist ein Startup. Wir glauben, dass diese Art der visuellen Datenanalyse weit über Social Media hinaus, Sie haben das angesprochen, eine Killer-Applikation für all jene sein wird, die sich in dieser komplexen Datenwelt zurechtfinden wollen, die ihren eigenen Big Data Footprint und wir alle produzieren über Banking, Booking, Shopping, Socialing, you name it. Wir produzieren einen ungeheuren Big Data Footprint. Unsere Unternehmen tun das, unsere Kunden. Und wer sich darin noch zurechtfinden will, wer das verstehen will, wer aktiv in den Entscheidungsprozess eingebunden bleiben möchte, wer die Entscheidungen nicht den Robots und den superintelligenten Hypercomputern überlassen will, dann braucht es auch neue Techniken, um diese Datenflut sichtbar zu machen. Das ist unser Ansatz und was erwarten wir uns von dieser Konferenz nun als Startup? Erwarten wir uns Feedback? Sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Die Probleme der alternativen Lösungen haben wir aufgezeigt, aber wir suchen nun Kunden, Pilotkunden, die bereit sind, mit uns diesen Weg gemeinsam zu gehen, nämlich hinter die Kulissen dieser Datenflut zu blicken, mit neuen Methoden sich diesen Dingen zu nähern und damit auch den Erfolg ihres eigenen Unternehmens zu verbessern, ja nachhaltig abzusichern, weil wer nichts weiß, der muss alles glauben. Wer es weiß, der kann die richtigen Entscheidungen treffen für nachhaltigen Erfolg auch des eigenen Unternehmens. Prima, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön, freue mich schon.